Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gwent Talk. Heute mal zu einer etwas besonderen Runde Gwent Talk, denn ja, heute reden wir mal über die World Master Series bzw. über die Gwent Weltmeisterschaft. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die meisten werden es natürlich schon mitbekommen haben. Ich werde auch nochmal alle Links unten in die Videobeschreibung packen. Ich hoffe, ich vergesse da keinen. Aber im Prinzip am nächsten Wochenende, am 14. und 15. März, ich verdecke jetzt halt nur gerade nicht, ich verdecke den Kalender nicht, also hier, am Samstag und Sonntag, dem 14. und 15. März, findet die erste Gwent-Weltmeisterschaft statt, beziehungsweise das Finale, ne, von den davorherigen 2,5 Jahren. Und ein paar Informationssachen zu diesem Turnier. Erstmal, die meisten werden es mitbekommen haben, dieses Wochenende am 14. und 15. wird es einen Livestream geben von mir mit Schalki. Und wir werden das ganze Ding, dieses ganze World Masters Turnier auf Deutsch nachkommentieren. Ne? Wir werden uns die Spiele angucken, wir werden ein bisschen unsere Meinung dazu sagen. Also im Prinzip, wenn man so ein E-Sports Turnier guckt, gibt es Caster. Nur bei Gwent gibt es die nur im Englischen. Und ich habe das schon seit Jahren gemacht, dass ich diese ganzen Turniere immer im Deutschen regecastet habe. Ich habe es früher alleine gemacht, dann habe ich mir immer einen Partner gesucht und Schalki hat sich glücklicherweise dazu bereit erklärt, das Ganze mit mir zu machen. Das heißt, ab Wochenende, 14. und 15. März, wird es ein Stream, ja, wird es ein extra Stream geben, wo wir dieses World Masters Ding wie auf Deutsch rebroadcasten. Okay, wir beginnen 16 Uhr, also um 4 Uhr nachmittags beginnen diese Turniere. Ne? Es gibt allerdings zu diesen World Masters immer noch ein bisschen mehr zu sagen, also von daher mache ich dieses kleine Informationsvideo. Erstmal, wenn man sich dieses Ding anguckt, gibt es Belohnungen. Allerdings nicht bei uns im deutschen Rebroadcast, weil wir sind kein offizieller CD Projekt Red Restream. Wenn man dieses Turnier gucken will und man will die Belohnung haben, muss man in einem weiteren Tab den offiziellen Twitch-Kanal von CD Projekt Red offen haben. Ich werde den Twitch-Kanal auch nochmal unten in die Videobeschreibung verlinken. Denn wenn man beim Spiel 4 Stunden zuguckt, dann kriegt man den Titel Beholder. Wenn man 8 Stunden zuguckt, dann kriegt man diesen Kartenrücken von Kaer Morhen als Belohnung. Das heißt, man kriegt allein fürs Zugucken diese beiden Belohnungen. Es muss nicht an beiden Tagen vollkommen zugeguckt werden, sondern 8 Stunden reichen insgesamt aus. Wichtig ist aber, ihr müsst nebenbei auf einem Handy oder sonstiges diesen Stream noch offen haben mit dem Twitch-Account, der mit eurem GOG-Account verknüpft ist, damit ihr diese Belohnung bekommen kann. Und ja, auch Konsolenspieler, auch wenn ihr noch keine Android-Version habt, solange ihr schon euren Account auf PC, auf GOG rüber transferiert habt, könnt ihr diese Belohnung kriegen. Ihr müsst auch momentan nicht spielen kommen, weil Android kommt natürlich erst am 23. März. Das heißt, jeder hat die Chance, solange er einen Gwent-Account mit einem GOG-Account verknüpft hat. Da muss man halt seinen Twitch Account mit seinem GOG-Account verknüpfen, auf dem man die Belohnung haben will, und danach kann man einfach zugucken und kriegt diese Belohnungen. Das ist halt so erstmal das Ding. Ne? Es gibt aber noch eine weitere Herausforderung, passend für die Weltmeisterschaft. Und zwar gibt es die Divination Challenge, also die Weissagungsherausforderung, sage ich mal so. Und zwar hat man die Möglichkeit, wenn man sich dieses Turnier anguckt, hier teilzunehmen. Das geht bis zum 13. März, das heißt, es geht nur bis Freitag, da müsst ihr euch ranhalten. Und was man hier machen kann, ist, man kann sich hier mit seinem GOG-Account einloggen, auf dem auch natürlich der Gwent-Account verknüpft sein sollte. Ihr könnt eure Favoriten auswählen und danach könnt ihr Belohnungen bekommen. Und zwar kriegt man halt Belohnungen, wenn man richtig die Matches vorausgesagt hat. Darum ist es halt auch die Herausforderung, ne? Man kriegt halt Meteoritenstaub, man kriegt eine Menge Meteoritenstaub halt für jeden Winner und für alle Matchups. Also man kriegt halt, wenn ich halt sage, ich habe jetzt ein Ding richtig vorausgesagt, kriege ich Meteoritenstaub. Wenn ich alles korrekt vorausgesagt habe, dass der den anderen besiegen wird, auch genau mit dem Score, kriege ich 150. Und wenn man alles komplett richtig hat, jedes einzelne Spiel, was so ein Ding der Unmachbarkeit ist, dann kriegt man Radovid-Skin, man kriegt den Raft-Skin, man kriegt den Anziehen-Elder-Skin, also Skins, die es nicht momentan im Shop gibt. Man kriegt einen speziellen Rahmen und man kriegt sehr viel Meteoritenstaub. Ne? Weil man hat ja natürlich hier diese 150, hat man immer geschafft. Das sind Belohnungen, die ihr abgreifen könnt. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf den Link unten in der Videobeschreibung zu gehen.
auf diese Challenge zu klicken, mit dem GOG-Account anmelden und dann kommt man hier rauf und jetzt kann man halt sozusagen die Turnierkämpfe hervorsehen. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Tailbot gewinnt mit 3:2 gegen Atzikov, kommt weiter. Wenn ich dieses Ding richtig habe, kriege ich Meteoritenstaub. Und ja, wenn ich alles richtig habe, kriege ich halt sozusagen diese Belohnung. Das ist halt so dieses kleine Extra. Ich wollte nur dafür mal ein kleines Video nochmal rausbringen, weil bei dem letzten Gwent Challenger haben tatsächlich viele das Turnier verpasst, kommt es mir so vor. Viele wussten auch gar nicht, dass es stattfindet. Von daher heute diese kleine Special-Folge halt. Ihr wisst es jetzt, nächstes Wochenende, 14. und 15. März, also wenn die Folge rauskommt innerhalb von 4 Tagen, ist das Gwent World Masters. Ich mache mit Schalke den deutschen B-Broadcast-Stream. Wir werden uns die ganzen Spiele auf Deutsch angucken. Wir werden sie kommentieren. Die Belohnung kriegt ihr natürlich auch. Ihr müsst es halt nur separat nochmal in einem anderen Link offen haben und müsst dann nochmal nachgucken. Ne? Der Stream sollte auch, glaube ich, laufen. Und ihr könnt diese Voraussagungs-Challenge machen, dass ihr vielleicht Sachen bekommt. Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Wie gesagt, wahrscheinlich alle Belohnungen zu kriegen und den Rahmen ist so ein Ding der Unmachbarkeit. Ich habe aber vielleicht schon so ein paar Favoriten, aber ja, ich muss mal tatsächlich gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze sich herausbreitet und ich freue mich tatsächlich schon auf die Weltmeisterschaft, weil sie haben auch gesagt, bei der Weltmeisterschaft wird es ein paar kleine Ankündigungen geben, was uns so mit Gwent alles demnächst passieren wird. Aber ja, das war's mit dem Infovideo. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, Links sind in der Videobeschreibung. Ich gebe den Link zu dem offiziellen Twitch-Account von CD Projekt Red. Ich gebe euch einen Link, falls ihr es noch nicht gemacht habt, zum Verlinken von euren GOG mit Twitch-Accounts. Und ich gebe euch den Link halt für diese Herausforderung. Und dann könnt ihr selber raten und wer weiß, vielleicht kriegt ihr was. Und selbst wenn man nur 50 Meteoritenstaub kriegt, dann kriegt man 50 Meteoritenstaub. Was, glaube ich, nach der Änderung, die sie gesagt haben, dass es halt alles ein bisschen kürzer ausfällt, vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Aber ja, auch noch wichtig heute, für die, die den Dev-Livestream nicht verpackt haben, ich hau das mal ganz kurz hier rein. Sie haben über die Änderungen geredet, die sie mit den Patches gemacht haben. Im Groben und Ganzen, sie wollen beim, sag ich mal, System, Scraps, Fetzen, Meteoritenstaub ein bisschen was ändern. Das wird uns wahrscheinlich Ende des Monats oder zum Android-Release dann begrüßen. Heute werden die normalen oder die älteren Seasonal-Bäume wiederkommen. Das heißt, diese ganzen Kartenrücken, die wir letztes Jahr alle holen konnten, die werden wiederkommen, das haben sie gesagt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, nochmal den alten Bärenkartenrücken zu erspielen, wenn ihr ihn nicht bekommen habt. Das heißt, wir kriegen jetzt jeden Monat 2 verschiedene Bäume, wo ihr Sachen freischalten könnt. Und das war es im Groben und Ganzen, glaube ich, zu dem Wichtigen. Sie haben auch gesagt, dass sie bei diesem automatischen Malsystem, wenn man auch keine Premium-Karten hat, ein paar überschüssige, normale Karten überlässt. Ne? Weil momentan ist es so, dass alles auf 2 runtergemillt wird. Und ja, sie haben sich für die fehlende Kommunikation auch noch entschuldigt. Das sind nur ein paar Randinformationen, aber wie gesagt, macht ruhig diese Challenge mit. Ich werde es auch machen. Und dann gucken wir mal, ob jemand von uns alles perfekt vorausgesagt hat. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war eine kürzere Folge, tut mir furchtbar leid, aber ich dachte, bevor wieder Leute die Weltmeisterschaft verpassen, nochmal so ein kleines Infovideo. Und wie gesagt, kommendes Wochenende, 14. 15. März, ab 16 Uhr, 4 Uhr nachmittags, geht es dann los mit der Weltmeisterschaft. Ganz gerne auch bei uns auf dem Twitch-Kanal mit Schalke, mit Kommentierer. Und dann gucken wir mal, was die Pro-Spieler so alles aus der Meta rausholen. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. From our lands bring we medicines rare. Exotic delicacy. And of course, war's dreadful tools. What some to steal seek, others by force make link. Yet, to their dismay, all our wares yours too can be, for a price.